Hier ein kurzer Überblick über Google Plus. Vieles, denke ich, bedarf keiner weiteren Erklärung. Google Plus ist ja das soziale Netz des Suchriesen und somit das Konkurrenzprodukt zu Facebook. Die Benutzeroberfläche ist eigentlich recht aufgeräumt. Am wichtigsten ist diese Spalte hier mit allen Meldungen aus deinen sogenannten Kreisen, zum Teil aber auch aus öffentlichen Meldungen, die Google als interessant für dich erachtet. Bevor wir jetzt auf diese Meldungen genauer eingehen, erkläre ich dir das Grundprinzip dieser Kreise. Google geht davon aus, dass wir alle Informationen mit bestimmten Personenkreisen teilen. Das können Freunde sein, Verwandte, Berufskollegen, Leute, die ein gleiches Hobby oder gleiche Interessen mit dir teilen. Und das ist ganz wichtig, dass du, bevor du richtig loslegst, eben deine Kreise anlegst und so eben schon viel gezielter eben auch deine Informationen streust. Nicht alles geht alle Leute an. Du bestimmst, mit wem, dass du welche Informationen teilst. Und übrigens, das ist ganz wichtig, das ist der große Unterschied zu Facebook, muss diese Beziehung nicht erwidert sein. Also du kannst Informationen mit anderen Leuten teilen, ohne dass die mit dir befreundet sein müssen. Und du kannst allenfalls Informationen von anderen Leuten sehen, ohne dass du sie in deinen Kreis aufgenommen hast. Also, hier erstelle ich mal einen neuen Kreis, beispielsweise meine Fußballfreunde, und füge gleich eine Person hinzu. Du kannst nach dem Namen suchen. Wenn diese Person schon zu einem anderen Kreis gehört, dann wird sie schon eingeblendet. Und naja, ich belasse es mal damit. Du kannst natürlich auch nach Gmail-Adressen suchen oder aus einem Adressbuch darauf zugreifen. Und nun also zurück zur Übersicht. Wenn du auf eine Meldung reagieren möchtest, so machst du das mit diesem Plus 1. Das heißt, du gibst zu erkennen, dass dieser Beitrag für dich wertvoll ist und kannst natürlich auch gleich einen Kommentar hinterlassen. Oder mit diesem Pfeil wird dieser Beitrag bei dir weiterveröffentlicht. Also weitere Leute haben die Möglichkeit, eben auf diesen Beitrag aufmerksam zu werden. Und als letzte Möglichkeit kannst du in einem Hangout dich über diesen Artikel mit anderen Leuten unterhalten. Wenn wir gleich beim Hangout sind, hier drüben rechts sind alle Leute versammelt, die eben bereit wären für einen Videochat. Unter anderem. Ja, grüezi miteinander. Also, das war eigentlich schon alles gewesen. Ich hänge dich jetzt wieder ab, ist gut. Schade. Willst du selber jemandem etwas mitteilen oder einer Gruppe, so kannst du einfach loslegen mit Schreiben. Du kannst ein Bild teilen, einen Videoclip, sei das von YouTube oder ein Video, das du selber hochlädst. Du kannst Leute zu einem Termin einladen oder eben eine interessante Webseite anpreisen. Es wird dir automatisch eine Vorschau erzeugt. Und selbstverständlich gibst du da einen Kommentar dazu. Und ganz wichtig, hier legst du fest, mit wem, dass du diese Meldung teilst. Ich mache eigentlich kaum etwas öffentlich, sondern immer mit einem bestimmten Kreis, zum Beispiel mit meinen Fußballfreunden oder eben mit einer speziellen Person. Das ist auch möglich. Und wenn ich jetzt auf Teilen klicke, so bekommen meine Fußballfreunde eben diese Mitteilung. Übrigens, Mitteilung, du siehst, hier habe ich gerade eine Nachricht, eine ungelesene bekommen, die kannst du, das wäre eigentlich schon das Wesentliche. Ganz wichtig noch, bevor du dich jetzt ins Getümmel stürzt, überprüfe bitte noch deine Profileinstellungen, entweder hier über das Zahnradsymbol oder auch neben deinem Bild. Wähle ein einigermaßen anständiges Bild, vielleicht ein bisschen besser als bei mir. Und eben bei den Kontoeinstellungen
kannst du einstellen, wer was sieht, Profil und Datenschutz ist wichtig und eben Google Plus. Ich gehe da nicht auf die Details ein. Ich denke, es ist meist recht selbsterklärend. Aber es lohnt sich, das sauber zu lösen. Ja, und damit wünsche ich dir natürlich viel Spaß im Google Plus.